Ja. Ja, ich denke, bis die Technik soweit ist, kann ich wohl schon anfangen und mich mal wirklich ganz herzlich bedanken für diese sehr, sehr liebe und herzliche Vorstellung. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich bei den Veranstalterinnen und den Veranstaltern herzlich dafür bedanken, dass ich Gelegenheit bekomme, heute zu Ihnen sprechen zu dürfen und die nächsten Tage mit Ihnen zusammen verbringen zu können. Eine besondere Freude ist es für mich, hier in Germersheim zu sein, einer langjährigen Wirkungsstätte von Hans Vermeer. Obwohl ich leider nie die Chance hatte, ihn persönlich kennenzulernen, war er für mich eine wichtige Person auf meinem Weg in die Linguistik. Das kam so. In den 80er Jahren freundete ich mich auf einem Kongress über Flüchtlingsarbeit, den ich mitorganisiert hatte, mit Studierenden der Translationswissenschaft an, die dort ehrenamtlich als Dolmetscherinnen und Dolmetscher fungierten. Zum Abschied schenkten sie mir ein hellblaues Buch, Hans Vermeers Aufsätze zur Translationstheorie. Das Buch begeisterte mich. Radikale Kleinschreibung, komplexe Inhalte in einer verständlich-rhetorisch brillanten Sprache und vor allem pointierte Überlegungen zur gesellschaftlichen und zur gesellschaftsverändernden Dimension von Sprache. Ein Jahr später begann ich mit meinem Studium. Ich beginne jetzt mit dem Vortrag nach dieser kurzen Einleitung mit dem eigentlichen Thema. Und zwar möchte ich zuerst drei Vignetten aus aktuellen Forschungsprojekten vorstellen. Die erste: eine Gruppendiskussion mit Lehrerinnen im sogenannten muttersprachlichen Unterricht. In Österreich handelt es sich dabei meistens um Unterricht in Türkisch oder in Bosnisch-Kroatisch-Serbisch. Eine BKS-Lehrerin, wie man so sagt, berichtet, dass in ihrer Klasse mehrere Schülerinnen sind, die zu Hause Romani oder Vlachisch sprechen. Eine Schülerin wollte sich für beides, den muttersprachlichen Unterricht im BKS und in Romani, anmelden. Das wurde von der Schulbehörde mit der Begründung abgelehnt, dass man sich für eine Muttersprache entscheiden müsse. Die zweite Vignette: im Rahmen des vom Wiener Wissenschafts- und Technologiefonds finanzierten Projektes PLUS hatten wir Gelegenheit, Gerichtsverhandlungen und Kommunikation in administrativen Settings zu beobachten. Die als Englisch eingestufte Sprache eines Angeklagten und die aus der bei der ersten Verhandlung gedolmetscht werden sollte, stellte sich als nigerianisches Pidgin heraus. Der Richter bestellte daraufhin einen Sprachmittler für Yoruba. Während der Verhandlung kam es zum Wechseln zwischen Pidgin, Englisch und Yoruba. Normal für den Sprachmittler und den Angeklagten, befremdlich für den Richter, der der Meinung war, man müsse entweder in die eine oder in die andere Sprache dolmetschen. Dritte Vignette: im aktuellen Projekt Mehrsprachigkeit, Trauma, Resilienz führen wir in Zusammenarbeit mit Psychotherapeutinnen Gespräche in der Erwachsenenpsychiatrie durch, in denen wir versuchen, mehr über den Zusammenhang zwischen Spracherleben und Emotionen in Erfahrung zu bringen. Wir gehen davon aus, dass Mehrsprachigkeit im Klinikalltag nicht nur als ein die Dinge komplizierender Faktor gesehen werden kann, sondern dass eine Exploration des sprachlichen Repertoires auch Aspekte zutage fördern kann, die der Stärkung eigener Resilienzkräfte dienen können. Ein Patient bezeichnete sich zunächst als einsprachig und wenig sprachgewandt. Im Laufe des Gesprächs kommt er auf Slowenisch zu sprechen, das in der Großelterngeneration Familiensprache war. Der Sprachwechsel von der Minderheitensprache zum Deutsch erfolgte vor dem Hintergrund traumatischer Ereignisse zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, über die in der Familie nur andeutungsweise gesprochen wurde. Da war irgendwo ein Wasser, genau.
Ja, gegen Ende des Gesprächs sagte der Patient, Slowenisch ist meine eigentliche Muttersprache, aber ich muss sie erst lernen. Alle drei Vignetten zeigen die Macht monolingual geprägter Sprachideologien, die nicht nur dazu führt, dass Sprecherinnen bestimmten, als eindeutig angenommenen Kategorien zugeordnet werden, sondern oft auch dazu, dass sie sich selbst solchen Kategorien zuordnen. Und sie zeigen, dass Dichotomien wie Herkunftssprache, Zielsprache, Erstsprache, Zweitsprache zu kurz greifen, um das komplexe sprachliche Repertoire, über das Sprecherinnen verfügen, zu fassen. Und um dieses sprachliche Repertoire wird es in meinem Beitrag gehen. Ich arbeite seit einigen Jahren in der Mehrsprachigkeitsforschung und bediene mich dabei sprachbiografischer Methoden. Eine Intention sprachbiografischer Zugänge ist es, sich sprachlichen Phänomenen aus der Perspektive der Sprecherinnen anzunähern, um auch solche Elemente in die wissenschaftliche Betrachtung einzubeziehen, die aus einer externen Beobachterposition kaum zugänglich sind, wie zum Beispiel subjektives Erleben, emotionales Empfinden und sprachideologische Wertungen, aber auch Wünsche und Imaginationen, die mit Sprache verbunden sein können. Ich greife nun beinahe beliebig einen biografischen Text heraus, den eine Studentin im Rahmen einer Lehrveranstaltung verfasst hat. Ich werde später, um Sachverhalte zu veranschaulichen, ab und dann wieder auf diesen Text zurückverweisen. Ich habe dieses Beispiel ausgewählt, gerade weil es so wenig außergewöhnlich ist. Die Studentin hat zunächst gesagt, ihre Sprachbiografie sei langweilig. Interessant ist, dass auch hier, wie in fast jeder sprachbiografischen Darstellung, die Rede von der Erfahrung ist, dass eigene Sprachweisen als auslösende Momente für Gefühle des Nicht-Dazugehörens als Grund für Ausschlüsse erlebt werden. Im Text der Studentin, die ihr Spracherleben im Moment des Schulwechsels vom Dorf in die Landeshauptstadt beschreibt, liest sich das so. Es war eine sehr hierarchisch strukturierte Klasse. Die meisten Schülerinnen kamen aus eher höheren Schichten und gegenüber manchen landeshauptstädtlichen Hochdeutsch kam ich mir mit meiner ländlichen Umgangssprache sehr unsicher und ein wenig defizitär vor. Schon aus einem kurzen Auszug wie diesem wird klar, dass zur Annäherung an sprachliche Praktiken eine Reihe verschiedener Faktoren in Betracht zu ziehen sind. Zum einen geht es darum, dass Sprecherinnen zu unterschiedlichen Zeiten oder auch gleichzeitig an unterschiedlichen sozialen Räumen teilhaben. Im Beispiel der Schülerin, das Dorf, die Stadt, die Familie, die Schule. In jedem dieser Räume gelten andere Regeln des Sprachgebrauchs, andere Gewohnheiten. Sie werden durch unterschiedliche Sprachregime konstituiert. Zum anderen geht es um Sprachideologien, um Diskurse über Sprache und richtigen Sprachgebrauch, die Hierarchisierungen zum Ausdruck bringen und festschreiben. In unserem Beispiel das Machtgefälle zwischen der landeshauptstädtlichen Hochsprache und der dörflichen Umgangssprache. Und zum Dritten geht es darum, welche sprachliche Repertoire Sprecherinnen in einen spezifischen Interaktionskontext mitbringen. Dass sie so etwas wie ein sprachliches Repertoire haben, wird Sprecherinnen meist ex negativo bewusst, nämlich dann, wenn sie, wie im Beispiel der Schülerin, das Gefühl haben, dass sie von der Umgebung als anderssprachig wahrgenommen werden. Schon ein Schuleintritt oder wie in unserem Beispiel ein Schulwechsel kann als überraschende, irritierende, manchmal erschütternde Wahrnehmung erlebt werden. Und zwar nämlich, dass das eigene Repertoire nicht oder nicht ganz passt. Es geht dabei um Spracherleben,
also darum, wie sich Menschen selbst und durch die Augen anderer als sprachlich Interagierende wahrnehmen. Spracherleben ist nicht neutral. Es ist mit emotionalen Erfahrungen verbunden, damit, ob man sich in einer Sprache bzw. im Sprechen wohlfühlt oder nicht. Das emotional besetzte Spracherleben ist ein Aspekt, dem in der Beschäftigung mit Mehrsprachigkeit, und da müssen wir Selbstkritik üben, oft zu wenig Beachtung geschenkt wird, weil der Fokus zu exklusiv auf Kompetenzen und messbare Leistungen gelegt wird. Jede Darstellung von Spracherleben ist singulär und entsteht situativ. Dennoch lassen sich einige grundlegende Achsen identifizieren, die in vielen Erzählungen vorkommen und auch im Beispiel vom Schulwechsel in die Landeshauptstadt zur Sprache gebracht werden. Zum einen geht es um das Verhältnis von Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Die Studentin berichtet darüber, wie sie sich als Schülerin bemühte, den Erwartungen der neuen Umgebung nachzukommen und Hochdeutsch zu sprechen. Ich erinnere mich noch heute, schreibt sie, wie ich mir quasi von selbst von außen beim Reden zuhörte und mich wie eine Schauspielerin fühlte. So unecht kam ich mir beim Reden vor. Die sprachliche Anpassungsleistung, die die Schülerin in der Hoffnung erbringt, in den Augen der anderen nicht mehr als anders wahrgenommen zu werden, hat zur Folge, dass sie sich nun selbst als eine andere, eine Fremde wahrnimmt. Zum Zweiten geht es um die Frage Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit. Das kann den Wunsch beinhalten, sich mittels Sprache mit einer Gruppe zu identifizieren, aber auch die Erfahrung von anderen aufgrund von Sprache unhinterfragt mit einer bestimmten Gruppe identifiziert zu werden. Im Beispiel kommt beides zum Tragen, die durch Mitschülerinnen vorgenommene Identifikation der Erzählerin als einer vom Land und gleichzeitig ihr Wunsch, der Gemeinschaft anzugehören in der Klasse und nicht ausgeschlossen zu werden. Schließlich geht es um das Erleben sprachlicher Macht oder Ohnmacht. In unserem Beispiel ist es ein Machtgefälle und eine sprachliche Hierarchisierung, die dazu führen, dass die Schülerin sich sehr unsicher und ein wenig defizitär vorkommt und es vorzieht, in manchen Situationen gar nicht mehr zu reden. Umgekehrt vermögen jene Schülerinnen, die den Ton in der Klasse angeben, nicht nur andere aufgrund ihres Sprechens abzuwerten, sondern auch ihre eigene privilegierte Position durch sprachliche Distinktion zu reproduzieren und zu festigen. Das Verstummen, von dem die Studentin berichtet, ist eine Reaktion, die in vielen Sprachbiografien zur Sprache gebracht wird, nicht immer als ein zum Schweigen gebracht werden, sondern manchmal auch als der Versuch, trotzendes Schweigen als Gegenmacht zu etablieren. Die Studentin, von der die Rede ist, hat sich im Laufe ihres Lebens in verschiedenen Zusammenhängen weitere Sprachen angeeignet, die Teil ihres Repertoires sind. Die Grunderfahrung der Mehrsprachigkeit hat sie innerhalb dessen gemacht, was üblicherweise als eine Sprache bezeichnet wird. Dass Sprecherinnen es immer mit einer Vielzahl von Sprachen zu tun haben, erläutert Michael Bachtin, indem er einen des Lesens unkundigen russischen Bauern fernab von jedem Zentrum heraufbeschwor. Sein sprachliches Repertoire, wie wir heute sagen würden, ist laut Bachtin durch Redevielfalt geprägt, da es auf unterschiedliche Welten verweist, von denen jede auf ihre Weise sprachlich und ideologisch verfasst ist. Die Vertraute der Familie, die altkirchenslawische der Orthodoxie, die Papiersprachene der Bürokratie oder die städtische des Arbeiters, der das Dorf seiner Herkunft besucht. Über diesen imaginären Bauern sagt Bachtin Folgendes. Die englische Übersetzung ist immer blau, also das Deutsche ist schwarz. Im Grunde genommen ist es ja so, dass solch ein Mensch es nicht immer mit einer Sprache, sondern mit Sprachen zu tun hat.
Doch ist der Platz jeder dieser Sprachen festgelegt und unstrittig. Das Übergehen von der einen in die andere ist vorherbestimmt und geschieht unbewusst, wie der Gang von einem Zimmer ins andere. Die Sprachen treffen in seinem Bewusstsein nicht aufeinander. Er versucht, sie nicht aufeinander zu beziehen, versucht nicht, eine seiner Sprachen mit den Augen einer anderen zu betrachten. Dieses scheinbar selbstverständliche Nebeneinander wird Bachtin zufolge in Frage gestellt, wenn verschiedene Sprachen und Sprechweisen in einem sozialen Raum aufeinandertreffen, wenn einem bewusst wird, dass jede dieser Sprachen mit unterschiedlichen ideologischen Systemen und Weltsichten verbunden ist, wenn man gezwungen ist, eine Wahl zu treffen und sich zu positionieren. Mehrsprachigkeit bzw. sprachliche Diversität bezieht Bachtin demnach nicht nur auf eine Vielfalt an Sprachen oder Codes, vielmehr geht es ihm darum, dass wir uns im Sprechen immer gegenüber bestimmten gesellschaftlichen Diskursen und Sprechweisen positionieren, die ihrerseits auf unterschiedliche Räume und Zeitabschnitte verweisen. Jedes Sprechen widerspiegelt, was Bachtin Heteroglossie nennt. Heteroglossie ist die gesellschaftlich vorhandene Redevielfalt, die in einer Vielfalt konkurrierender gesellschaftlicher Diskurse, individueller Stimmen und sprachlicher Codes Ausdruck findet. Weil im Repertoire immer unterschiedliche Sprachen, Stimmen und Diskurse ihren Niederschlag finden, spreche ich von einem heteroglossischen Repertoire. Die Idee der einheitlichen Sprache als System sieht Bachtin als spezifisch für die Art, in der Sprachen in der europäischen Tradition ideologisch konzipiert werden. Die einheitliche Sprache, so sagt er, ist nicht gegeben, sondern immer ein Projekt und steht in jedem Augenblick des sprachlichen Lebens der tatsächlichen Redevielfalt gegenüber. Mit Bachtins Heteroglossie-Konzept sind wir mitten im Thema dieser Tagung, Zentren und Peripherien. Bachtin zufolge stehen den zentrifugalen Kräften, die in Richtung sprachliche Differenzierung und Dezentralisierung wirken, zentripetale Kräfte gegenüber, die darauf abzielen, eine verbal-ideologische Zentralisierung und Vereinheitlichung herbeizuführen oder, wie Bachtin mit einem Schuss Ironie anführt, das allmähliche Vertrautmachen der Barbaren und der Unterschichten mit der einheitlichen Sprache von Kultur und Recht durchzusetzen. Erst unter dem Einfluss politischer, ideologischer, ökonomischer oder militärischer Macht wird die reelle Vielfalt von Sprachen oder Sprechweisen, die untereinander in Kontakt und Konflikt stehen, zu einem hierarchischen und binär strukturierten oben-unten, innen-außen, Zentrum-Peripherie. Solche Hierarchisierungen können von Sprecherinnen, wie wir im Beispiel der Schülerin gesehen haben, in Bezug auf das eigene Repertoire übernommen und internalisiert werden. Der Begriff des sprachlichen Repertoires in den 60er Jahren von John Gumperz geprägt, zählt zu den Grundkonzepten der Soziolinguistik. Gumperz definierte ihn als die Gesamtheit einer Sprachgemeinschaft zur Verfügung stehenden Mitteln und Formen, aus denen Sprecherinnen eine Wahl treffen, die grammatikalischen und sozialen Einschränkungen unterliegt. Das Konzept des Repertoires ermöglicht es, Sprachen nicht als feststehende und klar abgrenzbare Kategorien als Ausgangspunkt zu nehmen, sondern das Ensemble von Sprechweisen, die situationsbedingt zur Verfügung stehen. Eine Erweiterung des ursprünglichen Repertoire-Konzepts scheint vor allem aus zweierlei Perspektiven sinnvoll. Zum einen, weil das Repertoire, wie Gumperz später selbst einräumte, dazu verleitet,
dieses Konzept, nämlich die formende Macht von Diskursen und Ideologien zu unterschätzen. Zum anderen, weil im soziolinguistischen Konzept die leibliche und emotionale Dimension von Spracherleben bisher fast gänzlich vernachlässigt wurde. Erleben setzt ein wahrnehmendes, erlebendes Subjekt voraus. Das bedeutet, dass nur in den Blick genommen werden kann, wenn nicht eine beobachtende Außenperspektive, sondern einem phänomenologischen Zugang folgend die Subjektperspektive eingenommen wird. Diese Perspektive liegt auch dem Buch Phänomenologie der Wahrnehmung von Maurice Merleau-Ponty zugrunde. Merleau-Ponty sieht die Grundlegung des Subjekts im leiblichen Sein und unterscheidet dabei begrifflich zwischen dem Körper, Corps physique, als einem Objekt, das beobachtbar und messbar ist, und dem Leib, Corps vivant, als Subjekt des Fühlens, Erlebens, Agierens und Interagierens. Die Dualität Leib-Körper als zugleich Beobachtender und Beobachteter, als Berührender und Berührter, veranschaulicht er am Beispiel der linken Subjekthand, die die rechte Objekthand ertastet. Die Bewegung des Leibes ist Merleau-Ponty zufolge die Basis des Vermögens, sich in Bezug zur Welt zu setzen, sich auf sie einzulassen. Die Bewegung wird erlernt, indem sie der Leib kapiert, indem er sie sich einverleibt. Die Relevanz dieses Ansatzes für das Verständnis des sprachlichen Repertoires ergibt sich daraus, dass Merleau-Ponty zufolge auch das Sprechen zunächst leiblich begründet ist. Mit dem Konzept der Parole parlante, der sprechenden Sprache, betont Merleau-Ponty die gestische und leibliche Dimension des Sprechens als Fähigkeit, sich in Bezug zur Welt und zu anderen zu setzen. Die sprechende Sprache geht der Parole parlée, der gesprochenen Sprache, voraus, worunter er sprachliche Konventionalisierung und Sedimentierung versteht. Worte tragen, wie er sagt, noch bevor sie der konzeptuellen Repräsentation dienen, eine primäre Bedeutungsschicht als Stil, als affektiver Wert, als existenzielle Gebärde. Sprachlich ist in der leiblich-emotionalen Gestik verankert. Sie ist Teil der Intersubjektivität, also der Projektion von einem Ich zu einem Du, und gehört damit zu dem Bereich, den Merleau-Ponty mit dem Begriff Zwischenleiblichkeit bezeichnet. Zwar ist das sprachliche Repertoire im Laufe eines Lebens ständigen Veränderungen und Anpassungen unterworfen, aber, so ließe sich aus diesen Überlegungen ableiten, ist es nicht beliebig und auch nicht ohne weiteres austauschbar. Es haftet dem leiblichen Subjekt an. Mit der biografisch orientierten empirischen Forschung zur Mehrsprachigkeit ist auch in der Soziolinguistik ein wachsendes Interesse am Thema Sprache und Emotion festzustellen. Insbesondere Ansätze, die nicht von Sprachen als zählbare, voneinander abgrenzbare Entitäten ausgehen, sondern vom Konzept eines heteroglossischen sprachlichen Repertoires und damit verbundenen Sprechweisen, die unterschiedlich belegt und bewertet werden. Insbesondere solche Ansätze widmen sich der Frage der Emotionen. Annetta Pavlenko zieht aus dem von ihr gegebenen Literaturüberblick im Buch Emotions and Multilingualism den Schluss, dass die weit verbreitete Idee, die Erstsprache sei im Gegensatz zu später erworbenen zwangsläufig jener der Emotion, zu vereinfachend ist. Vielmehr ist auch eine in der Sozialisation später erworbene Sprache von affektiven Phänomenen begleitet.
Forschungen in der Psyche und der Neurolinguistik rücken verstärkt das Intersubjektive und Soziale in den Vordergrund und vertreten zunehmend ein Kognitionskonzept, das die Bedeutung der emotionalen Dimension betont. Eine zentrale Bedeutung gemessen dem intersubjektiv-reziproken, auch philosophisch-phänomenologische Zugänge bei, die sich der Emotionsforschung widmen, und auf die stütze ich mich hier. Demmerling und Landwehr haben den aktuellen Forschungsstand aufgearbeitet und beschreiben Gefühle als akute Widerfahrnisse, die uns ohne unser Zutun leiblich ergreifen. Gefühle haben einen intentionalen Gehalt von Gerichtetsein und sind auf Sachverhalte oder Personen bezogen. Ich habe Angst vor etwas, ich freue mich über etwas, ich liebe jemanden. Gefühle haben also eine subjektive Dimension, weil sie leiblich aktiv, affektiv ergreifen, und gleichzeitig auch eine intersubjektiv-soziale, weil sie gerichtet sind und mit den Gefühlen anderer interagieren können. Freude oder Angst können ansteckend sein, Liebe reziprok und so weiter. Und schließlich haben auch Gefühle eine soziokulturelle Dimension, weil das Erleben auch damit zusammenhängt, wie Gefühle in kulturellen Traditionen und Narrationen eingebunden sind, welche Normen, Handlungsorientierungen, Ideologien als Bezugspunkt dienen. Aus phänomenologischer Perspektive weisen Gefühle nicht nur eine körperliche Symptomatik auf, sondern sind ihrem Wesen nach in einer leiblichen Gestik begründet, die mit Begriffen wie Engung, Weitung, Spannung, Schwellung charakterisiert werden können. Diese leiblich-emotionale Komponente von Spracherleben und Sprachrepertoire tritt auch im biografischen Text, der uns als Referenz dient, zutage, wenn die Studentin darüber berichtet, wie sie sich als Schülerin beim Hochdeutschreden von außen zuhörte und wie eine Schauspielerin fühlte. Sie hatte, so könnte man mit anderen Worten sagen, den Eindruck, nicht in ihrem Leib zu sein, nicht mit ihrem Leib zu sprechen, sondern in eine fremde Rolle, in einen fremden Leib zu schlüpfen. Ein Gefühl, das im Zusammenhang mit Mehrsprachigkeit oft erwähnt wird, ist jenes der Scham, die aufkommt, wenn man ein falsches Wort erwischt hat, mit einem falschen, einem deplatzierten Akzent spricht. Beschrieben wird dieses Gefühl als in den Boden versinken wollen, alle Blicke auf sich gerichtet spüren. Es resultiert in einer Lähmung, die eine eigene Handlungsmöglichkeit unterbricht. Das Gefühl der Scham tritt überfallsartig auf und wird heftig erfahren. Nähert man sich einer Analyse dieses Gefühls aus der intersubjektiven Perspektive, so sieht man, man schämt sich für etwas, für die Übertretung oder Missachtung einer Norm, eines Standards, eines Ideals. Man schämt sich vor jemanden oder auch nur vor sich selbst. Und gerade die Scham vor sich selbst ist etwas, das sehr tief geht, weil es um verinnerlichte Normen geht. Zugrunde liegt dem ein Perspektivwechsel. Die Person, die sich in eine Handlung verstrickt, ist über sich selbst, macht sich über diese Handlung zunächst keine Gedanken, nimmt dann plötzlich eine Außensicht auf sich selbst ein, durch die sie ihre eigene Handlung in einem anderen Licht sieht, nämlich als Normübertretung. Intensive Schamsituationen wirken sich, so Demmerling und Landwehr, auf das Selbstbild jener Person aus, die sich schämt. Eine Häufung von Schamsituationen kann sich verdichten zu Dispositionen oder Haltungen wie Minderwertigkeitsgefühlen oder Schüchternheit. Bezogen auf Spracherleben kann es sich darin äußern, dass man beispielsweise eine mit geringem Prestige ausgestattete Minderheitensprache in der Öffentlichkeit nicht mehr spricht oder sie überhaupt aufgibt.
Übergänge zu anderen Gefühlen können sich plötzlich vollziehen, wie etwa von Scham zu Angst, zum Beispiel vor Sanktionen, oder von Scham zu Ärger oder Wut. Nach der hier erörterten Erweiterung des Repertoirebegriffs aus phänomenologischer Sicht nun ein paar Gedanken zu einer Erweiterung aus dem poststrukturalistischen Blickwinkel. Erinnern wir uns noch einmal an den Anfang dieses Referats und die Erfahrung der Schülerin beim Übertritt von einer ländlichen Schule ins städtische Gymnasium. Aufgrund ihrer Sprechweise wird sie von anderen Mitschülerinnen aus der Stadt, die in der Klasse den Ton angeben, als nicht zu ihrer Gruppe gehörig identifiziert. Sie wird der Kategorie der anderen zugeschlagen und kommt sich nun, wie sie es selbst formuliert, ein wenig defizitär vor. Soziale und politische Machtkonstellationen werden mit Hilfe von Sprachideologien, von Diskursen über Sprache und richtigen Sprachgebrauch produziert und reproduziert. Entscheidend für die Wirksamkeit solcher Mechanismen ist, dass sie nicht nur von außen auf den Einzelnen wirken, sondern von diesen verinnerlicht werden, sodass die Unterordnung unter Vorstellungen, wie die Welt beschaffen ist und wie Kategorien des Denkens und Fühlens gebildet werden, quasi freiwillig erfolgt. Der phänomenologische Zugang ermöglicht es, den Perspektivwechsel von der dritten zur ersten Person zu vollziehen, sich sprachlichen Phänomenen aus einer Subjektposition anzunähern. Der poststrukturalistische stellt die Frage danach, wie das Subjekt in die Welt kommt. Und insofern ergänzen sich die beiden in meinem Dafürhalten sehr gut. Mit dieser Frage, dem Prozess der Subjektwerdung, beschäftigen sich Autorinnen der poststrukturalistischen Denkrichtung. Für unsere Fragestellung können solche Zugänge insofern von Interesse sein, als sie den Prozess der Subjektwerdung oder Subjektivierung mit dem Eintreten in die Sprachlichkeit verknüpfen, wobei sie im Wesentlichen bei zwei Denkschulen Anleihe nehmen. Einerseits bei der von Sigmund Freud begründeten psychoanalytischen, die die Subjekt-Objekt-Spaltung beim Kind und deren Verbindung mit der Fähigkeit zur Symbolbildung als zentrales Element sieht, und andererseits bei der neomarxistischen von Antonio Gramsci und Louis Althusser, die das Subjekt als ideologisch konstituiert verstehen. So unterschiedlich diese zwei Denkrichtungen sind, so ist ihnen doch gemeinsam, dass aus ihrer Sicht das Subjekt angesprochen und besprochen wird, bevor es zum sprechenden Subjekt werden kann. Anders gesagt, bevor wir die Perspektive der ersten Person einnehmen können, müssen wir von anderen als ein Du erkannt und angesprochen werden. Dies kann sowohl von bestimmten Menschen, Mutter, Vater, andere Nahestehenden verkörpert werden, als auch von bestimmten gesellschaftlich-historisch situierten Diskursen, die uns sagen, wer wir sind. Für Jacques Lacan ist Sprache lang das strukturgebende Element der Gesellschaft. Das Subjekt entsteht in dem Maß, in dem er es lernt, Abwesendes zu repräsentieren, indem es sich die Sprache seiner Umgebung in die durch das väterliche Gesetz vertretene symbolische Ordnung einschreibt. Was vor der Sprache liegt, bezeichnet Lacan als das auf die Mutter bezogene, in einem Wort geschriebene La Langue, eine von Mehrdeutigkeiten und Homophonien gekennzeichnete Lust an der Sprache jenseits von Symbolisierung. Julia Kristeva trifft eine Unterscheidung zwischen zwei Dimensionen, die sie der Sprache zuweist, neben dem kognitiven, also der sinnstiftenden Verbindung von Bezeichnenden und Bezeichneten, hat sie die symbolische Funktion, die eine Phase in der frühkindlichen Entwicklung darstellt,
Entschuldigung, die Symbol, der symbolischen Funktion stellt sie gegenüber eine Phase in der frühkindlichen Entwicklung und die dem, die vorangehende semiotische Dimension, die durch Heterogenität gegenüber Sinn und Bedeutung, durch Unbestimmtheit oder Vieldeutigkeit charakterisiert ist. Also symbolische und semiotische bei Julia Kristeva. Diese mit dem Vor- oder Unbewussten, dem körperlich-emotionalen verbundene semiotische Dimension, die sie auf das frühkindliche Brabbeln und rhythmische Intonieren zurückführt, ist Kristeva zufolge in jedem Sprechen präsent. Residuen des Semiotischen macht sie im Besonderen im psychotischen Diskurs aus, auf den rekurriert wird, wenn das Subjekt durch den Zerfall der sinngebenden Funktion bedroht ist. Aber ebenso in dem, was sie als poetische Sprache bezeichnet, das spielerisch fantasierende Unterlaufen und außer Kraft setzen der Geregeltheit und Normativität von Sprache. Judith Butler geht in ihren Arbeiten zu Genderdiskriminierung, Macht und Performativität von der Ambiguität des Subjektbegriffs aus, demzufolge das Subjekt nicht nur ein Handelndes ist, sondern auch ein Unterworfenes, ein Subjektum, wobei die Unterwerfung unter die Macht bereits vorhandener Diskurse, bereits gesprochener Sprache dem Agieren vorangeht. Subjekt wird man durch immer wiederholte Zuordnung zu vorgegebenen Kategorien wie männlich, weiblich, inländisch, ausländisch, heterosexuell, homosexuell und so weiter. Jede Anerkennung ist zugleich ein Verkennen, weil sie auf Ausschlüssen beruht und Heterogenes auf Entweder-Oder-Kategorien reduziert. In ihrem Konzept der Performativität verknüpft sie Lacans These von der Bildung des Subjekts durch den Eintritt in die Normativität der Sprache mit Althussers Ausführungen zur Konstitution des Subjekts durch Anrufung, Interpellation oder Identifikation durch Ideologien. Der Eintritt in die Normativität der Sprache übt, wie Butler in Anerkennung an Foucault sagt, eine produktive Zensur aus. Butler unterscheidet zwischen einerseits jener Verfahrensweise der Zensur, die stillschweigend das Subjekt des Sprechens bildet, und jenem Akt der Zensur andererseits, der im Nachhinein Zwang auf das Subjekt ausübt. Die primäre Zensur, der Eintritt des Subjekts in die Normativität von Sprache, also das, was Kristeva das Symbolische bezeichnet, wird laut Butler erneut im Politischen aufgerufen, wenn die Fähigkeit zu sprechen erneut zur Überlebensbedingung für das Subjekt wird. Gerade diese enge Verschränkung zwischen dem Politischen und dem Persönlichen, die Konstitution des Subjekts im Ideologischen und die Konstitution der Ideologie in der Subjektivität ist es, was die formende, aber auch die potenziell zerstörerische Macht von Diskursen begründet. Über Sprachideologien werden soziale, ethnische, nationale und andere Zugehörigkeiten konstruiert. In Bezug auf das sprachliche Repertoire bedeutet das, dass die einschränkende Macht sprachlicher Kategorisierungen besonders dann wahrgenommen wird, wenn Sprache nicht wie selbstverständlich zur Verfügung steht, wenn Menschen zum Beispiel nicht als legitime Sprecherinnen einer bestimmten Sprache anerkannt werden oder wenn sie sich selbst nicht als solche wahrnehmen. Das kann, wie wir gesehen haben, der Fall sein, wenn sie die sprachliche Umgebung wechseln. Das heißt, wenn sie in einen sozialen Raum eintreten, in dem andere als die ihnen gewohnten sprachlichen Praktiken vorherrschen. Ein Gefühl von Dislokation, ein Gefühl, nicht mehr die richtige Sprache zu sprechen, kann sich aber auch einstellen, ohne dass Sprecherinnen ihren Aufenthalt wechseln. Eine Veränderung politischer Machtkonstellationen, zum Beispiel ein Regimewechsel oder eine neu gezogene Staatsgrenze,
kann dazu führen, dass bestimmte Sprachen oder Sprechweisen anders bewertet werden als zuvor. Ausgehend davon, wie Sprache erlebt wird, haben wir uns dem sprachlichen Repertoire aus der Perspektive des sprechenden Subjekts, seiner intersubjektiven Einbettung und seiner diskursiven Konstituiertheit angenähert und dabei nacheinander leibliche, emotionale und historisch-politische Dimensionen von Sprache in den Blick genommen. Im sprachlichen Repertoire verschränkt sich das persönlich-biografische mit dem historisch-politischen. Was Bachtin mit dem Begriff des Chronotopos herausgearbeitet hat, die Kopräsenz unterschiedlicher Räume und Zeiten in der Sprache kann auf das sprachliche Repertoire übertragen werden. Mit jeder im Hier und Jetzt situierten sprachlichen Handlung positionieren wir uns nicht nur gegenüber unmittelbar Präsenten, also den jeweiligen Interaktionspartnerinnen und Interaktionskontexten, sondern implizit auch immer gegenüber Abwesenden, das im Hintergrund mitläuft oder mitschwingt und dadurch gewollt oder ungewollt mit anwesend ist. Relevante andere Räume und Zeiten, an denen wir uns orientieren. Bachtin hat es so gefasst: Die Chronotopoi können sich aneinander anschließen, miteinander koexistieren, sich miteinander verflechten, einander ablösen, vergleichend oder kontrastiv einander gegenübergestellt sein oder in komplexen Wechselbeziehungen zueinander stehen. In jedem Fall mischen sie sich in das Hier und Jetzt ein. Denkt man an das Beispiel der bereits mehrfach zitierten Schülerin, so rührt der sprachliche Konflikt daher, dass sie beim Eintritt in das Gymnasium sich nicht ohne weiteres den sprachlichen Anforderungen anpassen kann. Sie fühlt sich wie eine Schauspielerin, sie kommt sich unecht vor. Sie muss die neuen Praktiken mit dem bisherigen der Familie und denen der ehemaligen Mitschülerinnen im Dorf in Einklang bringen. Mit der hier entwickelten Mehrdimensionalität des sprachlichen Repertoires entfernt man sich von der Vorstellung, wonach das Repertoire eine Art Werkzeugkiste sei, aus der man kontext- und situationsadäquat die richtige Sprache, den richtigen Code wählt. Die Wahlmöglichkeit, von der ein sprechendes Subjekt steht, wird nicht nur durch grammatikalische Regeln und das Wissen um soziale Konventionen begrenzt, sondern es können zum Beispiel bestimmte Sprachencodes oder Sprechweisen so mit emotionalen oder sprachideologischen Konnotationen besetzt sein, dass sie in bestimmten Momenten nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung stehen. Das Repertoire wird nicht nur dadurch bestimmt, was ein sprechendes Subjekt hat, sondern manchmal gerade dadurch, was nicht zur Verfügung steht und sich in einer gegebenen Situation als Leerstelle, Bedrohung oder Begehren umso mehr bemerkbar macht. Das sprachliche Repertoire kann als heteroglossischer Möglichkeitsraum begriffen werden. Unterschiedliche Sprachen und Sprechweisen treten einmal in den Vordergrund, dann wieder zurück. Sie beobachten einander, halten sich voneinander fern, mischen sich ein oder verschränken sich zu etwas Neuem, aber in der einen und anderen Form sind sie immer mit da. Weil Sprache, um mit Bachtin zu sprechen, dialogisch ist, weil sie sich auf der Grenze zwischen dem eigenen und dem fremden Wort bewegt, spiegelt sich im sprachlichen Repertoire das synchrone Miteinander unterschiedlicher sozialer Räume, an denen Sprecherinnen teilhaben, und es verweist diachron auf unterschiedliche Zeitebenen, nicht nur nach rückwärts, auf versunkene Zeiträume, in denen es sich konstituiert und umgeformt hat, sondern auch antizipierend und projektiv nach vorne,
auf das, was bevorsteht, worauf man sich einstellt. Dem bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ein bisschen Zeit habe ich, glaube ich, gelassen. Oder? Ja, wir danken sehr für den Vortrag und wir haben Zeit für Fragen, Kommentare. Auf Englisch, auf Deutsch, wie Sie wünschen. Wer möchte den Anfang machen? Vielleicht ist es vielen so wie mir gegangen, dass man im Laufe des Vortrags seine eigene Sprachbiografie, einzelne Momente aufgestiegen sind, Schulwechsel, Ortswechsel, Erlebnisse im Ausland, wo man nicht verstanden wird, nicht ausdrücken konnte. Ich hatte 7, 10 solcher Situationen im Laufe des Vortrages. Danke auch für diese Anregung, in die eigene Sprachbiografie zu schauen. Aber wir haben eine Wortmeldung. Bitte, ja. Herzlichen Dank. Also ich finde diese Strukturierung und diese ganze Fülle, also diese ganzen verschiedenen Gedanken und Theorien auch zusammenzubringen, also fantastisch. Ich denke, das hat eine große Bedeutung überhaupt, eben halt die Bedeutung von Sprache auch im gesellschaftlichen Miteinander in verschiedenen Verflechtungen auch zu verstehen und zu sehen. Und finde also auch gerade diese Perspektive, also wirklich sehr ansprechend. Und ich habe mich dabei nur eine Kleinigkeit gefragt, also bei dem Begriff der Hierarchisierung. Weil gerade durch dieses Beispiel, was Sie gebracht haben, natürlich so ein bisschen der Eindruck entsteht, man kommt vom Ländlichen in die Stadt und dann hat man so etwas wie Hierarchisierung, sowas wie Hochkultur oder wo sich das so anwirkt. Aber ich denke, dass diese Strukturen, soweit ich das jetzt sehe, im Grunde genommen in verschiedene Richtungen einfach wirken. Also dass sie einfach eben festgesetzt, das sind Mechanismen, die passieren, die wahrscheinlich auch nicht irgendwie veränderbar sind, die einfach natürlich Prozesse auch irgendwo widerspiegeln. Und frage mich da, ob man das eben halt, wenn man das jetzt eben halt umgekehrt sieht, dass jetzt jemand vom Städtischen ins Ländliche kommt, genau dasselbe erlebt. Also wenn er plötzlich in ein Dialekt geworfen wird, er ist plötzlich der Fremdling. Also wir sind allein nach Hessen gegangen, da waren wir Zugreisten oder so, man bleibt die Zugreisten oder man hat früher gesagt, wenn man von Norddeutschland nach Bayern kommt, man kommt da nicht rein. Also nicht nur sprachlich, natürlich auch von den ganzen Gewohnheiten oder so, das ist einfach, das sind Räume, je nachdem, wie das da üblich ist. Findet diese Hierarchisierung im Grunde genommen auch umgekehrt statt. Oder ich denke jetzt also alleine in der Jugendkultur oder so. Genau. Wenn man sieht, also die, also etwas, was man jetzt nicht als Hochkultur bezeichnen würde, wenn man doch diesen Machtblock vorspiegelt. Mhm. Also dass dann durch eine Sprache, die geprägt ist durch internationale Einflüsse, was weiß ich, Musikstile, etwas, was man als machtvoll empfindet, im Grunde genommen auch genau in die Gegenrichtung, also eine kompaktere Sprache, komprimiertere Sprachform mit bestimmten Schlachtbegriffen übergeht, wo diejenigen, die vielleicht jetzt eben halt andere Gepflogenheiten haben, der Sprachgebrauchs, also ja, reinkommen und in dem Moment sich nicht mehr so verhalten können oder irgendwie dann versuchen müssen, wie sie da sprachlich im Grunde genommen sich arrangieren. Also das war das, was mir dazu einfiel, dass auch man diese Mechanismen nicht als natürliche Prozesse nur noch auch sehen muss, die sich da in ganz verschiedene Richtungen zeigen, also dass es schwer ist, daraus sozusagen so eine soziale Rückschließung irgendwie zu treffen. Ja? Also das ist so das, was ich dabei im Hinterkopf hatte. So, also weil man ist dann immer so, ja? Also Sie haben absolut recht, diese Bewertungen entsprechen bestimmten Situationen. Das ist eine Sprachbiografie, die erzählt aus einer Situation in den 80er Jahren und spiegelt die Hierarchisierungen in dieser Situation damals.
Ich denke, also ich arbeite mit meinen Studentinnen und Studenten eigentlich im ersten Semester immer mit den eigenen Sprachbiografien und bitte sie immer, ein Erlebnis zu schreiben, wo sie sich sprachlich verunsichert gefühlt haben oder sich des Repertoires bewusst geworden sind. Und sehr interessant, ich bekomme sehr oft Situationen von Schulwechsel oder Schuleintritt und da bekomme ich Erzählungen, mein Dialekt hat nicht gepasst, weil ich konnte keine Hochsprache und fühlte mich ausgeschlossen. Ich bekomme aber auch das Gegenteil. Ich bin mit Standarddeutsch gekommen und durfte nicht mitspielen beim Fußball, weil ich keinen Dialekt konnte. Und das sind situationale Bewertungen, die nicht allgemein gültig sind. Das sind ja nicht die Bewertungen der Forscherin, sondern eben die Bewertungen der Subjekte, genau, die allerdings wiederum gesellschaftlich bedingt sein können. Ja. Frau Menzel, ja. Ja, ich möchte mich auch erstmal dafür besonders bedanken, dass Sie Bakhti hier für die Translationswissenschaft jetzt wirklich benutzt haben oder verwendet haben und gezeigt haben, wie produktiv das doch ist. Ich habe auch eine persönliche Frage. Sie haben gesagt, von den Sprachbiografien ist auch ein hervorragender Ansatz, also ich finde das alles sehr spannend, dass die Studierenden oder die Sprachbiografien, die Sie kennengelernt haben, davon sprechen, dass sie nicht in ihrem Leib sprechen, wenn sie also mit der untergeordneten Sprache ankommen. Mhm. Sie haben überhaupt das ganze Thema vom Bereich der Macht, der Hierarchie, der Autorität, der Ausgeschlossenheit, also der politischen Dimension im Grunde aufgeschlossen. Mhm. Ich frage aber jetzt auch, ist es nicht auch möglich, dass das nicht im Leib sich selbst von woanders sehen, in der anderen Sprache sprechen, als eine Chance, sich selbst anders zu erfinden, gesehen? Natürlich. Als eine Bereicherung, als ein Neu. Also gerade dieses sich von außen sehen, das ist natürlich bei der Nacht, das Ausgeschlossenheit, das ist die Situation. Ja? Das ist die große Situation. Aber ich darin nicht auch die Möglichkeit, die Chance, in dem Leib gerade rauszukommen und dann etwas ganz Neues zu tun. Absolut. Deswegen spreche ich auch vom Repertoire als Möglichkeitsraum, nämlich in dem Imagination und Begehren eine ganz entscheidende Rolle spielt. Ich meine, wir wissen das ja eigentlich aus Forschung recht gut, dass gerade Identifikation oder projektive Identifikation ein total wichtiger Motor beim Fremdsprachenlernen sind. Also Französisch werden wollen, sich das einverleiben wollen sozusagen, ist doch eine wichtige Sache. Also insofern ist das sozusagen, sich selbst als eine andere zu sehen, nicht nur negativ konnotiert. Also weitere Fragen, Kommentare? Wenn das nicht der Fall ist, dann entlasse ich uns in die Poster-Session und zum Kaffee. Und ich bedanke nochmal in Ihrer aller Namen uns bei Frau Busch für den wunderschönen Vortrag. Dankeschön.